hier das TS. Den Channel willst anklicken, wenn es ein Passwort ja. ist, du kennst es, Channel ich anklicken, Passwort eingeben. Eben war dieser, du warst hier, du warst ja eben in dieser Lobby da oben, oder? Ja, und? Du hast mir das Passwort hier gegeben. Ich hab's dir gesagt, ja. Aha, ja, und mir ist die Frage, ich will mit diesem AAO anfangen. Ja. Und AAO, und das ist, wie man wissen, wo ich das herkriege. Mal, ich schicke dir mal einen Link. Und das die Frage ist, weil ich will nicht mehr als 30 Euro ausgeben. Das ist gar nicht. Überhaupt nicht. Gar nichts? Nein. Nee. Nein. Ja, ich schicke mal. Dir weiter. Also sorry, ich schicke mal ein paar Links, okay? Ja, ja, also ich muss es runterladen erstmal. Das, wie groß ist das? Ich weiß, ich habe nur ISDN. Ja, was dauert eine MB-Zeit? Bei dir knapp 3 bis 4 Stunden. Hat 900 Megabyte. Kanalbündung kann ich machen. Was ist denn das? Ja, hier, wenn man ISDN hat, also ich habe dann 12 Kilobyte pro Sekunde. Aha. Das ist wenig. Wie gesagt, ich will das halt unbedingt spielen, weil ich habe halt vorher ein bisschen Counter-Strike gespielt und das ist halt alles scheiße. Counter-Strike ist immer scheiße. Warte mal. Scheiß. Counter-Strike ist Counter-Strike ist scheiße. Ja, die Frage ist halt wirklich, ob das American Arm überhaupt gut ist. Und die Frage ist, kann man da cheaten? Weil ich brauche mal ein paar Cheats eingeben, weil bei Counter-Strike ist es einfacher, wenn ich kannst ein bisschen... Cheats selber cheaten, aber es macht keine Sau, wenn du auf irgendeiner Server cheatest, fliegst. Ja, die Frage ist nur, weil bei Counter-Strike ist so, wenn ich Zimmer abgeschossen werde, dann bin ich frustriert und dann will ich ein bisschen was gegen tun. Dann gehst du auf den Server und spielst da, lol. Noob-Server. Ja, gibt's auch fette Noob-Server, zum Beispiel da wo nur 15 nach vorne drauf sind oder so weiter, da wo nur 15 nach vorne rauskommen. Was ist denn Honor? Honor ist die Anzahl, erklärt ihr mal da. Chip.de, das ist doch total langsam, oder? Das ist scheißegal, was du runterlädst. Und du bist sicher, dass es nicht kostet? Ja. Nein, es kostet gar nichts. Mir hat einer gesagt, das kostet im Monat Gebühr. 8 Euro ja. plus 15 ja, Euro Server. Einrichtungsgebühr. Für einen Server. Aber du hast keinen Server, ja. Du willst keinen Server. Und die Frage ist, ich installiere das einfach und dann einstellen, Steuerung und dann geht das los. Ja. Alter, warte mal kurz, ich schick den anderen Link, warte. Hast du ISDN gesagt? ISDN habe ich. Also wie gesagt, DSL habe ich noch nicht. Ich bestellt. Ich krieg da halt 768. Das ist hier so eine abgespeckte Version. Und ich will unbedingt Army spielen. Ich will es mal testen. Ich habe guter Rechner. Was ist eine Voraussetzung vom Rechner? Warte mal. Ich habe ein Pentium 2. Also dann muss ich jemand andere Frage von meinem Clan, weil ich kann mir mit dem Zeug gar nicht aus. Tony, also mit einem Pentium 2 komm ich nicht weit. Ja, aber mit Pentium 2 kann ich Lobby Wally spielen. Was für ein Ding? Lobby Wally kann ich mit Pentium 2 spielen. Was ist das? Das ist so ein Ballspiel. Wir wirfst einen Ball hin und her und hauen. Wie geht's jetzt rum? Ich habe jahrelang Worms gespielt. Worms habe ich auch. Und da hat man ja Strategie, baut man da auf, mit Worms und so. Und ich weiß nicht, wie das ist. Ist da Teamplay gefragt bei Worms? Alter. Jungs, das sind 1000 Dimensionen dazwischen. Jungs, die nehmen uns auf. Ja. Wer nimmt mich denn hier auf? Hier, der Server-Admin. Ey, das ist keine Aufnahme, glaube ich nicht. Das ist der Server-Admin. Lol, guck, die kommen alle auf unseren Server. Ja, aber... Ja, der Go Army. Nur die Leute von Go Army hören sich so an. Ja, die hören sich so an. Weil ich bin hier ganz neu drauf. Wie geht's drum? Ich will Army spielen. Ich brauche eine Anlaufstelle, wo ich anfangen kann. Ich habe einen Account erstellt mir schon. Das habe ich von Bekannten. Da heißt Hallo.Mann heißt mein Account. Weil Hallo Mann gab's schon.
Klingt schon ein bisschen scheiße, aber... Ja, toll, mir wird das, toll, mir wird das auch Spaß heißen? Machen, Leute zu verarschen. Ich verarsche hier keine Leute. Ich frage mich jetzt direkt, ich will hier wissen, wie das ist. Ihr seid hier auf so einem offiziellen Server, hier, da kostet hier nichts, TS hier, kein Passwort drauf. Und ich will halt mal Hilfe. Könnt ihr mir denn mal helfen? Warte mal. Dann geht's zu den Goa. Steht User move by Go Army LO Master to Channel Bridge und jetzt heißt der User. Das ist schon ein bisschen, nein, ein bisschen komisch. Also ihr wollt euch nur verarschen oder wie? Ich frage höflich. Ich kann auch unten mal fragen, wenn ihr hier noch spielt. Ja, dann fragt die Goabe-Typen. Das Spiel ist eigentlich von den Goabe-Typen auch anders. Oder die kriegen ja alles gesponsert, fragt doch die. Es ist sehr, hey, was sehr kriegen die? Also fragt doch den. Mein Mie geht's da drum, ey, könnt ihr dir mal helfen, ey, das, bitte, ey. Ich meine das echt jetzt. Könnt ihr mir bitte mal helfen, ohne Scheiß. Ich meine das jetzt ernst. Ja, ey, klar. Ey, was soll denn das? Lol, ich geh gleich eine rauchen. Seid ihr immer so oder was? Ich komm hierher und... Nein, aber... Da. Player left. Ja, mit Typen oben war's. Im Moment, da steht eine TS-Regel, dass unregistrierte Leute, da darf die rein, da kann die gucken. Ja, ich kann nicht sagen, die ist wahrscheinlich gar nicht da, die sitzt da nur rum. Der wäre ja aber die ganze Zeit nur im Go Army intern Dingsbums. Und leider kommt wieder irgendwie. Ich weiß es doch nicht. Mir geht es darum, wo kann das, saugt das jetzt runter mit ISTN und wahrscheinlich lieber morgen früh, weil das dauert ja auch bestimmt ein paar Stunden. Mir geht es nur darum, was muss ich da machen? Muss dann irgendwas registrieren? Ich habe mal registriert jetzt den Namen und das muss ich irgendwas, wie geht's weiter? Und darf ich mal fragen, ja, warum könnt ihr mir immer helfen? Warte mal, hallo Mann, warte. Wenn du hallo, Hilfe brauchst, dann bist du am besten aufgehoben bei dem Bloody Sun. Frag den. Ja, schon. Ja, eben, frag die Typen von oben. Na, guck mal, da steht auch mal, Mann, da ist Passwort drauf. Also, wenn die Typen nicht helfen können, dann weiß ich auch nicht. Der hat mich reingeswitcht kurz, haben die gesagt, die haben eine Besprechung da oben, weil da so ein Passwort geschützt ist, ich soll hier runter. Ja klar. Ey Mann, ey, was soll denn das, ey? Halt der Bloody Sun auch hier unten, ja klar, oder? Habt ihr angefangen, wann habt ihr angefangen mit Spielen? Ist das schon auch noch neu, oder? Ich vor zwei Tagen. Wie viel? Da hast du doch bestimmt mal noch ein bisschen behalten, was du gelernt hast. Ja. Das war schon drauf auf meinem PC, ich hab dich was drauf machen lassen. Mir geht's drum, ich installiere das. Ich hab diesen Hallo-Mann, Hallo-Punkt-Mann. Jetzt will ich mal wissen, wie das weitergeht. Muss ich da irgendwas machen? Einfach auf Server scheuen und spielen? Ich glaub, irgendwie, ja, dass der Bloody Sun im Hintergrund totlacht. Hab ich auch das Gefühl. Ja. Hab ich auch das Gefühl. Ihr wisst doch gar nicht, um was es hier geht, oder? Ich weiß doch gar nicht, wer es ist. Wir fühlen uns verarscht. Ich kenn die gar nicht mehr. Soll er wieder aus dem Channel gehen? Mir geht's drum, Mann, das ist doch den Server von denen. Ich komme nicht in das Interne rein und da ist doch keiner. Da redet doch keiner. Also weißt du warst gerade drin. Ja, Alter. Der hat mich reingezogen, weil ich neu gejoint bin. Und da hat er mir gesagt, ja, die haben gerade interne Besprechung, ich soll hier unten hin. Warte. Und du hast mir das Passwort gegeben von diesem Channel. Warte. Ich habe dich doch eben gefragt. Falsch. Du bist alleine reingegangen. Ich kann oben nichts sehen, dass man dich reingeswitcht hat. Du bist selber reingegangen, also das ist nicht so blöd. Ich bin nicht da reingegangen. Wie soll ich denn reinkommen? Ich bin hier unregistriert. Nimm Passwort. Meine Frau. Das war ich doch nicht, Mann. Dann geh in den anderen Forum. Ey, warum könnt ihr? Ihr habt mir Hilfe, weißt du? Ich habe hier im Forum mich angemeldet bei Goami. Da schaue ich mal rein, dass ihr mir nicht mehr hilft. Okay, mach. So. Dann schreiben wir aber unsere Kommentare dazu, dass sie uns so verarschen und so weiter. Können wir gerne machen. Post mal. Schick uns mal den Link zur Mail. Ich wurde von Pingi. Pingi heißt hier oben. Der hat mich geschanged. Also geswitcht. Warte mal. In diesem Channel. Hallo Man Move bei Goa. Ja, L-O, ich Ping. Weiß. Kann ich mal... Und jetzt, Bloody Sun. Warte mal. Bloody Sun, kannst du mir kurz Pink hier runter schicken? Ich muss mit dir sonst noch was reden.
Das ist wahrscheinlich gar nicht da. Das ist nur, das ist einfach Standard. Das ist wahrscheinlich so ein Bot oder so. Ich weiß es nicht. Wieso nimmt denn der uns auf, wenn er nicht da ist? Oh, das war keine ich kenne mich. Nimm sie auf, Mann, ist mir doch scheißegal. Ich will wissen, ich brauche ein bisschen Support von euch und ich will hier ein bisschen Hilfe haben und jetzt ihr hilft mir nicht. Alter, lass mich hier runter. Schau einfach im Internet der America's Army 2.6 Download. Dann, ja, dann lass hier runter und schaust, ob es geht. Wenn es nicht geht, hast du. Kannst du mir das schicken? Kannst du mir das dann schicken? Ich hab dir den Link geschickt und mein Kollege hat dir den Link geschickt. Kannst du mir das denn auch direkt schicken? Vielleicht per, weiß nicht, hier... Ja, was haben wir gemacht? Wir haben sie direkt geschickt. DFÜ-Verbindung. Es ist scheißegal, was du für eine Verbindung hast. Es geht halt länger, mein Gott. Ist doch scheißegal. Lol, Alter. Das sieht ja, erstmal schön vom Mike weg, erstmal totlachen und dann wieder rankommen. Ja, was steht denn da unten? Channel steht irgendwas warte, da. Warte. Pinky. Player left. Und ich brauche wirklich mal, ich will mal wissen, ihr spielt jetzt so kurz und ich die dann, was muss ich denn installieren und dann einfach nur losspielen oder was? Und dann, wie kann ich da machen? Wunderladen. Member joined. Account anmelden, losspielen. Ich habe mir Bilder runtergeladen von diesem Spiel. Und da, sagen wir so. Lol, als Poster ausgedruckt und an die Wand gehängt. Nö, das habe ich nur bei Counter-Strike gemacht. Lol. Ach, und ich spiele noch mit Barbie. Die Frage ist ja, ab wie viel Jahr ist das Spiel? Lol, also, für dich ist nicht geeignet, erst ab 12. Eigentlich ab 18, ich bin 14, es gibt Spieler, die 9 sind und 10 sind, das ist scheißegal, das kontrolliert keine Sau. Ich habe gestern MOBA-Führerschein gemacht und da... Lol, deine Stimme hört sich aber über 20 an, aber auch egal. Mindestens ja, über 20. Ja gut, ich war gestern ein bisschen... Saufen. Ja, klar. Nicht im Stimmenbruch. Bist nicht im Stimmenbruch. Im Moment mindestens auch besoffen, da wette ich was. Ja, jetzt lachen sie sich tot, weil er nichts antwortet. Und sobald er sich ausgelacht hat, kommt dann Mike. Was soll ich sagen? Mann, ey, ich brauche einfach nur sagen, wie geht das Spiel, wie funktioniert das Spiel? Einfach nur ein bisschen erklären. Ich will mit Maus und Tastatur und Monitor. Der Problem ist ja, ich habe Counter-Strike mit Joystick gespielt. New Player. Ja, lol, da hätte ich auch nichts gefrackt mit Joystick, hä. Junge, Member left. Ich war nicht schlecht. Das ist schlimm. Ja klar, mit Cheats wäre ich auch nicht schlecht gewesen. Moment, das sind nicht nur Cheats gewesen. Und Cheaten ist eine Sache. Da habe ich irgendwo gelesen, ich habe gelesen, Cheater haben kurze Schwänze, das habe ich gelesen. Ja, dann hast du mal kurz, dann müsstest du eigentlich gar keinen Schwanz haben. Okay, wir reden ja gar nicht über Cheaten, das ist auch scheißegal, ob Cheaten oder nicht Cheaten, das ist egal. Cheaten, das heißt Cheaten, nicht Cheaten. Mann, ich brauch eure Hilfe einfach mal. Ey, weißt du, wenn ihr denkt, ich verarsche euch. Ja, du brauchst wirklich Hilfe. Switched channel.